Onze papa die komt uit Esterbeek. Ja. Dat heb ik je verteld. Dat heb ik ook uw fotografie. Ja. Mijn opa had zo'n plaats gezien wie van 12 hectare. En daar waren ook, ik geloof, 8 of 7 kinderen, ik weet het niet. Ja. En onze mama, die kwam uit Aschendorf. Ja. Ja, en die kwam dan naar Esterbeek heen. En de Aschendorf, die plaatte die etwas ander plat. Ja, ja. Ab wie. Und unsere Mama wollen gehen, dann wieder Asken da platt. Das war ein feiner Tau. Das war was Betteres. Genau. Und das habe ich nicht mitgebracht. Ist vor. In Esterwegen Milch zum Beispiel. Ja. In Asken da sagt man Milk. Wie sieht auch Milk, ja. Ja. Und wir sehen Malek. Ach, Kikis. Oder Butter. Ja. In Asken da sagt man Butter. Wir sehen Butter. Ja. Und unsere Mama, die wollen immer das Feinere. Da habe ich einfach nicht mitbekommen. Da habe ich mich also ein bisschen profiliert. Ja, wo würde nicht was das dann finden? Weil das Mamas Blatt was? Ja, und... Und die Aschgenörner was von Bettes? Ja, ja, und Malek ist ja Breier. Ja, ja. Und, wenn man sagt Milch. Ja, das geht... Das was ja zu breit. Ja. Und Butter ist ja was anderes, als wenn du Butter sagst. Ja. Kiek, da habe ich mich also ein bisschen profiliert. Ja. Plattdütschen, ne? Und als ich dann nachher in Hamburg war, habt ihr mir wohl entdeckt, das war 1958, ja. Da bin ich dort in das Team von der Plattdütschen Sprecher in NDR gekommen. Nicht und, bloß Morgenandacht, auch Nachrichten und? Nee, bloß den Morgenandacht. Ja. Aber ich musste dann alle Plattdütschen Morgenandachten von der katholischen Seite, ja. Musste ich korrigieren oder wirken. Und das war schlecht, da wollte ich ja nichts verwenden. Ja, ja. Aber da brauchst du erst über Menschen, die das. Also was das nicht das Plattdeutsch gewesen, sondern von Inhalt her. Ja, ja, auch von, ja, das, mehr von Inhalt. Das ist doch kein Dummtüfer. Nee, die wollen gehen, dass ich da einmal umherkehre. Ja, kiek, ich bin dort, dass ich damals in Hamburg wäre, wenn ich da ankomme, da bin ich ja lange, lange Plattdeutschen Sprecher geworden. Und als ich hier hinkam, habe ich das abgegeben, aber unsere Referentin, der hat mich davor entdeckt für die Hochdeutschen. Dann habe ich auch noch mindestens 15 Jahre Hochdeutsch geboren. Was hätte dann Referent? Also das hätte dann ich die Plattdeutsche Morgenandachten einmal eine Wecke lang abgebrotet oder was das mehr? Also ich möchte da hier entwickeln. Ja. Und dann möchte sie an der Referentin, wir haben ja habt ihr extra da von der Stelle. Ja. Und dann habt ihr da dort gegeben und dann sehe ich sehr gut. Ja. Und hier gibt es ja auch ein Studio in Osnabrück, ja. Dann bin ich da immer hängen und habe da um Band gesprochen. Ja. 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 Und das war immer ganz entscheidend, ich habe dann ja nur sowohl Plattdeutsch als auch Hochdeutsch da, ganz entscheidend war immer der Toningenieur. Ja. Auf die Gautoine was. Das war für mich ganz wichtig, aber die anderen kommt dann auch so. Und wenn der Gau mit einem umging, dann war man noch nicht nervös. Ja. Ein Tiet lang war hier noch im Studio, da muss ich immer noch nach Münster hin. Ja. Da war es auch eine, die war ganz hervorragend. Ja. Ganz hervorragend.